kommen, dann ist ein Schein. Ja, mein Name ist Biggi, ich wohne in Wien und das ist ein Strick-Podcast. Ja, heute habe ich nur Stricksachen zu zeigen, aber davon nicht wenige. Und ja, wie fast alle 14 Tage ungefähr komme ich heute wieder mal zu euch, um euch zu zeigen, was ich so gewerkelt habe. Ja, ich habe mir heute auch einen Kaffee mitgenommen, weil ich bin jetzt schon, also es ist jetzt kurz nach 15 Uhr am Nachmittag. Ich bin seit 5:30 Uhr auf, habe schon 5 Stunden unterrichtet, bin dann nach Hause geradelt, habe gegessen. Mein lieber Mann hat dankenswerterweise für mich gekocht und jetzt habe ich alles hergerichtet. Genau, und so schnell ist die Zeit vergangen. Jetzt muss ich meinen Schluck Kaffee nehmen. Wahrscheinlich vergesse ich dann während des Redens und zeige es sowieso wieder drauf. Aber er steht jetzt mal da. Ja, ich muss mich ganz herzlich bei euch bedanken, denn es sind wahnsinnig viele Abonnenten dazugekommen seit dem letzten Mal. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich bedanke mich auch bei allen, die wieder einen netten Kommentar geschrieben haben das letzte Mal. Und ja, ich bin ja jetzt ganz knapp vor den 3000 und ich muss sagen, ihr macht es wirklich spannend. Es waren schon am Sonntag, also heute ist Mittwoch, ja, es waren schon am Sonntag 2999 und ich dachte, jetzt ist es jeden Moment soweit. Aber nein, es sind dann wieder 3 abgesprungen, ja, ist ja erlaubt. Und jetzt wieder 3 dazugekommen. Also das letzte Mal, als ich geschaut habe vor einer Stunde, waren es noch immer 2999. Und ja, vermutlich ist jetzt einer von euch der 3000ste und dem gratuliere ich schon jetzt ganz herzlich. Nein, also ja, uns beiden gratuliere ich, sagen wir mal so. Aber na, vielleicht ist es auch ganz anders und es geht wieder zurück. Keine Ahnung, so wichtig ist das ja eigentlich nicht. Aber mich freut es natürlich schon sehr und ich hoffe, das geht weiter. Also ich hoffe nicht, dass der 3000ste dann der letzte ist und sich die anderen denken, jetzt müssen wir nicht mehr. Nein, ihr müsst sowieso nicht, aber ja, so wie allen anderen Podcastern und YouTubern freut uns natürlich eine steigende Abonnentenzahl. Sie ist praktisch ein, ja, unser Lob, unser Dank, unsere Freude. Ja, warum ich heute so schräg sitze, ist es deshalb, weil die Sonne von hier kommt und von hier kommt nicht viel Licht und tja, von einer Seite nur beleuchtet zu sein, ist nicht so vorteilhaft für die Falten oder gegen die Falten besser gesagt. Ja, also deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue ein bisschen mehr in die Sonne und ein bisschen mehr in diese Richtung, damit ich allgemein besser ausgeleuchtet bin. Ja, was ich heute trage, das ist die Jacke Medina nach einer Anleitung von Annette Danielsen aus dem Buch Stricken wie in 1001 Nacht. Und ich habe die vor einem Jahr, nein, es ist schon länger her, 1,5 Jahren, glaube ich, fertiggestellt. Nein, es muss im Herbst gewesen sein. Ja, 1,5 Jahre ungefähr. Also wenn ihr da zurückschaut bei den Videos, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, welche Wolle und so weiter, dann schaut euch die gerne an, die alten Videos. Und jetzt stehe ich mal kurz auf. Das Besondere liegt nämlich daran, dass man hier so rundherum strickt. Und eigentlich habe ich da im Rücken begonnen. Also ich hoffe, ihr seht das jetzt. Und hoppala, nicht nur mein Hinterteil. Ja, auf Ravelry sieht man es, glaube ich, besser. Da habe ich alle meine Projekte ja angelegt, seitdem ich Podcasts mache und die meisten auch davor noch eingepflegt. Also da findest du Näheres über diese Jacke und da siehst du sie auch besser. Ja, es hat auch hier so ein Muster und da eben keines oder ein anderes. Und ja, die ist aus Sockenwolle gestrickt und ich finde sie sehr angenehm, weil sie nicht so dick ist und gut zu waschen ist und ja, hat gerade die richtige Größe. Ich fühle mich sehr wohl drin. Gut, und dann schauen wir, was ich gemacht habe. Ich habe heute ziemlich viele Socken zu zeigen. Dann habe ich ein Buch,
Allerdings kein wirkliches, nein, es ist überhaupt kein Strickbuch. Nein, es ist ein Buch aus der Schule, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe es mir ausgeborgt aus der Schule. Also es ist kein Rezensionsexemplar dieses Mal, aber ich habe es auch nicht gekauft. Es ist ausgeborgt. Es ist eigentlich ein Kinderbuch, aber ich finde es ganz witzig und ganz cool und passt auf jeden Fall zu unserem Thema Wolle. Ja, dann habe ich natürlich auch wieder mal ein paar Gedanken zu einem biblischen Text. Und ich glaube, das war es dann eh schon. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil es heute wieder wirklich viel ist. Ja, die ersten Socken kann ich euch leider gar nicht mehr zeigen, die ich gestrickt habe, fertiggestellt, weil sie auch schon verschenkt sind. Aber ich werde hier ein Foto einblenden. Also die sind gestrickt aus Opal-Abo-Wolle. Zumindest das bunte und das blaue, glaube ich, auch. Da habe ich ja die Spitze und die Ferse damit gemacht und auch das, nein, das Bündchen glaube ich nicht mehr. Also ich muss jetzt mal nachdenken, ich habe es jetzt nicht vor mir. Aber nein, das Bündchen ist auch aus der bunten Wolle. Das Besondere daran ist ja, dass ich bei den einfarbigen Stellen Zöpfe gestrickt habe, beziehungsweise dann ein einfaches 2-rechts-2-links-Muster. Die Ferse ist ein bisschen besonders, weil das ist diese Nerd Heel oder Nerdsche Heel, die Annette, der Nerd Knits, erfunden hat und die ich bei den Socken für die Sock Madness, die, wie heißen sie nochmal, die Leichtsocken, genau, das war ja die Qualifying-Runde, die ich dort gelernt habe, diese Ferse. Und ich finde die wirklich gut, ich habe sie jetzt immer wieder gestrickt, also dreimal noch, weiß nicht. Also man kann sie ja mit Zunahmen stricken oder ohne und das habe ich beides schon ausprobiert und es funktioniert recht gut. Ja, und zu dieser Socke, also außer dass die Ferse was Besonderes ist, ist nichts Besonderes dazu zu sagen, außer dass sich der junge Mann, der sie gekriegt hat, sehr gefreut hat. Und ich mich dann natürlich auch. Ja, und dann ging es ja mit der Sock Madness weiter, oder ich mache mit der Sock Madness weiter. Das sind die nächsten, die dann fertig geworden sind. Und die habt ihr jetzt sicherlich auch schon in einigen anderen Podcasts gesehen. Das sind die Socken Valgus, die bei mir so aussehen. Also den einen habe ich mal auf dieses Sockenbrett gespannt. Einen Moment bitte. So, das war die Nachbarin, die sich ein Päckchen von mir geholt hat. Ja, also ich war bei den Valgus-Socken, die so aussehen. Also wie man sieht, ich habe wieder ein Opal-Abo-Knäuel verwendet und ich finde die Farben sehr schön, muss ich sagen. Sie haben mich während des Strickens an Eis erinnert. Ja, Vanille, Erdbeer, Marille, Mint, vielleicht Heidelbeer. genau. Ja. Es wirkt auf jeden Fall sehr frühlingshaft, finde ich. Und das Besondere daran ist ja diese Naht hier, weil die Socken offen gestrickt werden. Ja, das war was Neues für mich, muss ich sagen. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich zeige euch das jetzt noch einmal auf dem geraden Sockenbrett, denn man muss für die Sock Madness ja auch immer so fotografieren. Deswegen habe ich jetzt mir auch sowas gebastelt. Und da sieht man, dass diese Naht schräg verläuft und hier dann am Rand seitlich entlang. Ja, man strickt in Hin- und Rückreihen offen und das bedeutet, man hat auch wieder ziemlich viele linke Maschen. Man strickt eine nachträgliche Ferse und das war nichts Neues für mich. Man strickt die genauso wie die Bandspitze, nur hat man da eine Masche mehr auf jeder Seite und sonst ist das nicht schwer gewesen. Es ging relativ flott, die sind auch nicht so riesengroß. Ich habe es, glaube ich, mit Nadelstärke oben 2,5 und unten dann 2¼ oder sogar 2,25 und 2 habe ich auf Ravelry eingetragen. Also da ich ja so viele Sachen zugleich stricke, merke ich mir das leider nicht lange. Ja, ging recht schnell. Manche haben dann oben drauf noch ein Bündchen gestrickt, habe ich gesehen. Das könnte man auch machen, aber mir sind die eigentlich, denke ich, lang genug. Ja, die werden für mich sein, weil sie mir so gut gefallen. Mal schauen, ob ich sie noch hineinquetschen kann in meine Sockenlade. Aber ja, finde ich ganz hübsch und finde ich sehr froh und ist schnell gegangen. Und ich bin in Runde 2.
Die Runde 1 ist noch immer nicht aus, also sie geht ja maximal bis samstags. Samstag, glaube ich, 14 Uhr hat die Runde begonnen. Und es sind noch immer 5 nicht fertig. Und es wird schon gemutmaßt, dass die sich absichtlich lang Zeit lassen, dass da auch irgendwie eine Herausforderung ist, der Letzte zu sein. Tja, jeder wie er will in diesem Sinne. Aber ja, ich habe auch ein bisschen gewartet, bis ich das Foto geschickt habe, weil ich mir gedacht habe, wer weiß, vielleicht komme ich noch auf was drauf. Vielleicht schreibt irgendwer was, was nicht ganz stimmt. Und genau, aber ich glaube, nach 2 Tagen habe ich es dann auch eingeschickt und bin, wie gesagt, eine Runde weiter und bin schon gespannt, was das nächste Muster sein wird. Bis jetzt waren ja nur deutsche Designerinnen, bin gespannt, ob das so weitergeht. Das Muster war nämlich von der Jenny Ruschinski, habe ich ganz vergessen zu sagen, die ja auch einen Podcast hat. Die erzählt auch, wie es dazu gekommen ist in ihrem letzten Video oder vorletzten. Ja? Das finde ich, habe ich ganz interessant gefunden. Ja, übrigens, hallo Jenny, falls du mich siehst. Und dann habe ich fertig gemacht die Socken. Das ist das grüne Sockenmuster von Tanja Steinbach aus dem Jahr 2020. Also das sieht so aus, das ist so ein Webmuster eigentlich mit kleinen Löchern. Auch nicht schwer zu stricken. Hat da so ein rechts verschränkt links Bündchen mit einem kleinen Rollrand, was ja Tanja Steinbach immer gerne macht. Und dann eine Herzchenferse und wieder eine Bandspitze. Genau, und bei diesem Muster sind auch ein paar linke Maschen, aber nicht so wahnsinnig, ja, fast die Hälfte, ein bisschen weniger. Das hat ein bisschen länger gedauert, weil die waren mir jetzt nicht so wichtig, dass die fertig werden. Also es gibt auch einen zweiten dazu. Die sind auch für mich. Und was das Besondere daran ist, ist die Wolle. Ja? Die ist von Butinette, heißt Lugo und ist aus ziemlich viel Baumwolle. Also ich habe jetzt die genaue Zusammensetzung nicht im Kopf. Ich glaube irgendwas mit 35% Baumwolle oder 45% und 35% Wolle. Und ich habe ein bisschen Leinen drinnen, weiß ich jetzt nicht. Und ein bisschen Synthetik halt. Ja, und die sollen halt jetzt eben mehr für den Übergang oder Frühling sein und wenn es dann ein bisschen wärmer wird, dass ich auch andere Socken habe, nicht nur die normalen Wollsocken. Das war so ein Dreierpack und da gibt es auch eins in Beige, also Brauntönen und eins in Grautönen. Und ich habe mir das jetzt nochmal bestellt, die gibt es nämlich auch in so Bärenfarben. Einmal mit mehr Rosa, einmal mit mehr Lila und einmal mehr rötlich, weil ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Schaut auf jeden Fall ganz hübsch aus und wann mehr frühlingshaft, die sind ja eigentlich eher herbstlich in diesen Farben, aber ja, das Grün ist schon frühlingshaft, oder? Ja, genau. Also, das waren Lisa, die haben jetzt nicht wirklich einen Namen. Aktion Grüne Socken 2020. So findest du sie auch im Internet und auch auf Ravelry, glaube ich. Obwohl man dann verlinkt wird auf Tanjas Steinbach-Seite. Genau, dann habe ich noch Socken in Arbeit. Ich glaube, das war jetzt alles, was fertig geworden ist. 3 Paar Socken, ja. Und in Arbeit habe ich da einmal diese. Also da ist eine davon fertig. Und das ist halt wirklich was Frühlingshaftes, da hatte ich dann wirklich Lust, einmal was Buntes zu machen, was Frisches. Und das habe ich auch während unserer Konferenz gestrickt, weil da darf ich grüne Socken stricken und einfach in der Runde. Obwohl, das ist ja ein Colorwork-Muster. Und zwar ist dieses Muster aus diesem Buch Schwedische Sockenstricken, was ich euch ja auch schon mal vorgestellt habe. Hier sehen sie aber ein bisschen anders aus, nicht nur die Farben, sondern auch das Muster. Man sieht ja, dass der Fuß eigentlich einfärbig ist und das Muster nur oben, dieses Colorwork-Muster und das Bündchen dann abgesetzt ist in der Farbe. Und man beginnt die unten bei der Spitze zu stricken und da habe ich mal dieses einfarbige Grün genommen. Das glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, ist das Opal oder Lana Grossa? Keine Ahnung. Dann habe ich so ein bisschen ein gemustertes Grün. Das ist sicher nicht Opal
ich weiß es nicht mehr, ist das auch Lana Grossa oder Austermann? Ja, die hat halt so, ja, so sieht man schön, hellere und dunklere Grüntöne. Da habe ich dann den Hintergrund vom Colorwork-Muster gemacht. Und die Colorwork-Farben sind einmal ein Gelb, das hat nur so kleine Punkte da, das Gelb. Das ist eigentlich so ein Senfgelb eher. Das ist Langjans. Dann das Weiß ist auch Langjans. Das Pink ist Lana Grossa. Und dieses Feenrosa heißt das übrigens, ist Opal, habe ich jetzt nachgesehen, weil ich gerade ein E-Mail bekommen habe, dass das neue Opal-Abo wieder versandfertig gemacht wird und man könnte jetzt was dazu bestellen, habe ich mal auf der Homepage kurz geschaut. Also das ist aber ein bisschen weniger pink, als es hier ist. Es ist mehr ins Peach, ins Pfirsichfarbene. Ja, es ist nicht ganz so rötlich wie da, nicht so rosa. Ja, und so sehen die dann aus. Also ich habe das ganze Muster da auf dem Fuß gestrickt. Wobei, wenn man genau schaut, sieht man, dass ich leider, ich meine leider, also es fällt eigentlich nicht auf, aber es sind bei mir, sieht ein bisschen anders aus, wenn du, da ist das, sind die Punkte irgendwie runder und bei mir sind sie doch sehr in die Länge gezogen. Ich habe es nämlich ein bisschen falsch gestrickt. Ich habe ein paar Reihen zu viel gestrickt, aber egal, es heißt Ostereier und ich finde, es sind das keine Ostereier und das auch nicht wirklich, aber naja. Mit viel Fantasie liegen die Ostereier hier in der Gänseblümchenwiese. Und dann ist das jetzt eben diese Nordsche Hill ohne Zwischenrunden in der Kontrastfarbe und ohne Zunahmen. Oder habe ich eine gemacht? Weiß jetzt gar nicht mehr. Muss ich dann, wenn ich die zweite Socke ziehe, Strick wieder auszählen, was ich da fabriziert habe. Weil ich schreibe es mir ja nicht auf. Ja, und dann oben habe ich es nur einmal gemacht, weil mir erstens einmal von dieser Wolle habe ich nicht mehr sehr viel. Ich bin gespannt, ob die überhaupt reichen wird. Sonst muss ich halt da schon irgendwo mit der anderen Farbe beginnen. So groß ist der Unterschied ja nicht. Und da habe ich das eben nur so kurz gestrickt, das Muster. Weil ich mir gedacht habe, für den Frühling braucht es auch nicht so hoch sein. Obwohl es ja trotzdem warme Wollsocken sind. Naja, ich will die auf jeden Fall zur Aktion grünen Socken bringen wieder. Ob ich das allerdings noch vor Ostern schaffe, ist fraglich. Dann können wir es vielleicht für nächste Ostern aufheben. Genau. So, und da habe ich dann auch den Beginn der zweiten. Man sieht, ich stricke das auf der kleinen Rundstricknadel. Den Beginn halt nicht, das geht nicht, wenn man hier anfängt, sondern erst wenn man genügend Maschen hat, kann man das auf diese kleine Rundstricknadel nehmen. Das ist die von Adi Sockenwunder. Ja, also noch ein paar Socken und dann habe ich noch zwei. Genau, da zeige ich euch zuerst mal dieses. Das ist ja, diese Farbe habe ich verwendet. Ja, die kommt ganz gut rüber. Auch nicht unbedingt was Herbstliches, was Frühlingsmäßiges, sondern eher was Herbstliches. Und das letzte Mal habe ich euch ja dieses Buch gezeigt, Neues kann die Socken stricken. Oder war es schon das vorletzte Mal? Ich komme durcheinander. und da habe ich jetzt diese Socken, die heißen Madagaskar begonnen und haben da so ein schönes Zopfmuster. Und es sind eigentlich Kniestrümpfe und sie sind aus Sechsfachwolle hier. Aber ich habe eigentlich eine Vierfachwolle genommen. Und zwar ist das die, wo ich dann mal beim Crowdfunding mitgemacht habe. Frankenwolle, Socken Omas Frankenwolle. Ja, also da kann man spenden, einmal im Jahr schicken die dann was aus. Da kann man sich beteiligen und ich habe 35 Euro bezahlt und dann dafür als Dank 3 Knäuel, 3x 100 Gramm Sockenwolle bekommen. Die ist allerdings ohne Plastik und jetzt
bin ich gespannt, wie lange die dann halten, die Socken. Also ein paar habe ich ja schon gestrickt. Ich habe sie allerdings noch nicht oft getragen, muss ich zugeben. Die sind noch schön. Und die ist sehr, sehr griffig, diese Wolle, und klebend eigentlich. Und zum Verstricken jetzt ein bisschen schwierig. Vor allem auch, weil sich das so dreht. Ich glaube, das ist übersponnen, dass sich das so dreht. Und das ist halt beim Stricken dann immer ein bisschen mühsam, das ausdrehen zu lassen und so. Am besten geht es noch, wenn man es kurz nimmt und den Faden so hält und den Socken ausdrehen lässt. Ja, ich sehe schon, wie das beginnt. Aber ja, da müsste ich es halt runterstreichen noch die. Aber es dreht sich ja. Okay. Ja, also das ist mal mein Fortschritt bis hierher. Das ist noch nicht wahnsinnig viel. Denn da muss man immer genau aufs Chart schauen. Und ich muss sagen, das ist wirklich gut. Also die Strickschriften hier. Die Charts sind wirklich gut. Erstens sind sie groß genug, zweitens sind sie farbig, drittens hast du für jede Nadel eine Spalte, also es sind immer gelbe Striche dazu, gelbe Striche dazwischen, dass du genau weißt, auf welcher Nadel du was haben solltest. Und ja, das geht eigentlich relativ einfach dann. Also ich zeig's nochmal so. Sieht man, wie das Muster schön rauskommen wird. Sind natürlich auch wieder, hinten ist glatt, einige linke Maschen, und das Verzopfen bzw. Zusammenstricken und rechts und links eine rausholen und zunehmen. Ist im Moment ein bisschen schwierig für mich, muss ich ehrlich zugeben, da ich einen Strickdaumen habe. Also man kennt ja den Begriff Handydaumen, ja, wenn man zu viel am Handy schreibt. Habe ich gefunden im Internet, heißt Handydaumen. Und mein linker Daumen macht eigentlich das Gleiche, der überstreckt die ganze Zeit hier in diesem Gelenk und drückt dabei. Er muss eigentlich nur das halten, die Stricknadel, er muss ja sich gar nicht bewegen. Aber er muss dann doch bei manchen Maschen Druck ausüben, bei linken zum Beispiel, oder zusammenstrecken, braucht man dann mehr Kraft. Und dann eben das Gelenk überstreckt. Und das hat mir dann schon ziemlich wehgetan, die letzten zwei Wochen, auch am Wochenende, und jetzt versuche ich wirklich, mich da einzubremsen. Also es geht. Ich kann teilweise auch stricken, ohne den Daumen zu verwenden. Ich kann dir das nachher zeigen vielleicht. Aber eigentlich nur bei ganz einfachen Glatt-Rechts-Gestrick mit kurzen Nadeln, ja, mit Nadelspiel. Mache ich mal einen Schluck noch. Ja, also da bin ich jetzt ein bisschen gehandicapt. Außerdem muss ich den Daumen schonen dann für die Sockenmadness, dass das dann wieder geht. Also ich stricke im Moment wirklich nur hauptsächlich glatt rechts und gar langsam, ja, langsam und vorsichtig, und versuche den Daumen, wenn dann, nicht so zu überstrecken, sondern so zu halten oder ganz wegzustrecken. Naja, also er ist noch ein bisschen geschwollen, ja, eigentlich schon, und tut bei manchen Bewegungen weh. Also ich muss, glaube ich, da wirklich aufpassen. Ich habe gedacht, mich trifft das nicht, aber leider habe ich es doch übertrieben offensichtlich und zu viel gestrickt. Ja, also die werden langsam vorangehen in der nächsten Zeit, und auch die. Das letzte Paar, was ich angeschlagen habe, ich konnte es ja nicht lassen und habe trotzdem noch ein neues angeschlagen, wo ich auch relativ viele linke Maschen stricke. Ich stricke sie jetzt allerdings osteuropäisch. Also in den meisten Fällen versuche ich osteuropäisch zu stricken. Das bedeutet, man zieht die linken Maschen einfach durch und wickelt sie nicht vorher um die Nadel. Leider liegen die linken Maschen dann aber verkehrt auf der Nadel. Also das, was wir als verschränkt, nein, verschränkt nicht, aber eigentlich eben verkehrt. Das rechte Maschenglied liegt dann hinten statt vorne, ja, hinten. Man muss auch anders einstechen dann, und deshalb gehen die rechten Maschen dann auch nicht so schnell an dieser Stelle. Aber ich finde, das Strickbild wird wirklich schöner. Und ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass die Videos von der Knitting Translator, glaube ich, nennen sie ihren Strickpodcast. Sie heißt
Ilona, wenn mich nicht alles täuscht. Und sie kommt aus, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, entschuldige Ilona, falls du mich jetzt siehst, Estland ursprünglich. Aber sie spricht super Deutsch und sie erklärt sehr viel über ihre Strickweise auch, vor allem beim letzten Video. Und sie hat eben auch auf die Probleme dabei hingewiesen. Aber wie gesagt, es wird einfach schöner, vor allem die linken Reihen. Und ich, wenn ich das zeige jetzt hier, ich bin schon in der Ferse, ganz knapp. Und man sieht hier, wenn ich es groß hinhalte, die linken Reihen. Und da sieht man keinen Unterschied, ja, welche Reihe habe ich glatt gestrickt und welche links, also glatt oder verkehrt, sagen wir in Österreich ja. Und auch von vorne ist das sehr, sehr gleichmäßig. Und auch hier, die werden nicht so groß dann, also nicht die linken Maschen und auch nicht die rechten danach, wie es so oft ist. Ja, was stricke ich hier eigentlich? Ein Socken natürlich und das ist wieder ein Muster von Tanja Steinbach. Und das ist in dem E-Book drinnen, das sie veröffentlicht hat unter dem Namen Candy Gang Socks. Und das ist... Das sind, glaube ich, 5 verschiedene Sockenmuster drinnen und das ist dann das letzte. Das heißt Inky. Ja, und das ist eben nur mit rechten und linken Maschen. Wenn ich es ein bisschen dehne, sieht man es vielleicht besser. Und es bildet so kleine Zacken. Es ist lustig zu stricken, allerdings muss man auch aufpassen. Also ich kann es mir ehrlich gesagt noch, ich habe es mir noch nicht auswendig gemerkt. es ist ein System dahinter, aber... Ja, es ist nicht so leicht nachzuvollziehen und wenn ich wahrscheinlich nur das stricken würde, würde ich es mir vielleicht jetzt gemerkt haben, aber nein, ich werde wieder nachschauen müssen und wie gesagt, die linken Maschen sind momentan nicht so einfach zu stricken und auch nicht osteuropäisch, obwohl ich glaube, dass man hat leichter die richtige Spannung dann in den linken Maschen, als wenn ich es normal stricke, ja. Bei normal gestrickten linken Maschen muss ich immer sehr fest nachher anziehen, dass die halbwegs gleich werden wie die rechten. Sie werden noch immer größer, aber ja, da braucht man nicht so fest anziehen am Faden und es geht halt langsamer und wird schöner. Ja, es wird auch länger dauern, obwohl, ja, die finde ich auch wieder so schön. Allein die Farbe ist auch wieder Opal-Abo, ist schon länger her. Ich glaube, das gibt es jetzt auch in einer Serie oder hat es zumindest gegeben. Ich bin mir nicht sicher. Also, ja, ich werde mich auch von diesen wahrscheinlich nicht trennen können nachher. Es ist schrecklich, das Sockenmanie. Nicht nur beim Stricken, sondern dann auch im Kasten und auf den Füßen natürlich. So, das wären jetzt mal die Socken gewesen und da möchte ich jetzt drauf zu sprechen kommen, wozu man Socken braucht, auf den Füßen, zum Gehen natürlich und wo geht man, auf einem Weg natürlich. Und das war jetzt die tolle Überleitung zu meiner Bibelstelle. Ich habe ja das letzte Mal oder die letzten Male schon über die Ich Bin-Worte von Jesu gesprochen. Da gibt es ja 7 davon. Und eines davon heißt auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte heute hauptsächlich auf den Weg eingehen, obwohl ich dazu ein Stückchen aus der Bibel vorlesen möchte, das ein bisschen länger ist und wo sehr, sehr viel drinnen steckt, ja, also wo man sehr viel rausnehmen kann. Aber ich finde, das gehört dazu, um diesen Vers zu verstehen, dass ich da mehr vorlese davon. Und zwar lese ich aus Johannes Kapitel 13, Vers 33 bis 14, Vers 11. Und ich habe jetzt meine Brille nicht da und ich hoffe, das geht ohne. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Jesus spricht. Ihr werdet mich sehen. Nein, ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. So sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Simon Jesus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dort kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm,
Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortete ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und das liest man später auch, dass das genau so war, ja, dass der Hahn erst gekräht hat, als Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Er hat gesagt, er kennt ihn nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um meiner Werke willen. Also Jesus meint da die Wunder, die er getan hat, wie er Leute geheilt hat, wie er auf dem Wasser gegangen ist, wie er das Brot vermehrt hat, ja? Wie er sogar Tote auferweckt hat. Das konnte er nicht aus seiner menschlichen Kraft, das war die göttliche Kraft, die in ihm war. Und wenn man jetzt von vorne noch einmal ein bisschen durchgeht durch diese Bibelstelle, ist mir zuerst aufgefallen, dass es um Liebe geht, ja, und zwar nicht um die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern um die Liebe untereinander, die wir zu jedem Menschen haben sollten, mit dem wir zusammenkommen. Und das ist so leicht dahingesagt und ich weiß, wie schwer das oft fällt. Das ist aber nicht das zentrale Thema von hier, sondern es ist eben dieser Weg. Und die Frage wird gestellt, wohin? Wohin gehst du? Das heißt, Jesus hatte ein Ziel. Und wie sich später herausstellt, war dieses Ziel bei seinem Vater. Und wir nennen das Himmel, man kann auch dazu sagen, die Herrlichkeit bzw. das ewige Leben bei Gott, die Gemeinschaft, die wir dann mit Gott im Himmel haben werden. Er sagt eben, in diesem Haus des Vaters gibt es viele Wohnungen und er richtet sie für uns her. Also, tja, ich bin schon gespannt, wie das aussehen wird. Es wird in der Offenbarung auch ganz viel darüber geschrieben, wie es im Himmel aussehen wird. Und das wird sehr, sehr herrlich beschrieben. Also mit Ausdrücken, die für uns jetzt verständlich als herrlich empfunden werden, wie zum Beispiel Edelsteine. Und er sagt, ihr kennt den Weg. Wie sollen wir den Weg zum Vater kennen? Niemand von uns ist ihn noch gegangen. Ja? Und ich denke, wenn er sagt, ich bin der Weg, dann ist das eigentlich sehr ausschließlich gemeint. Ja? Da gibt es niemanden anderen und nichts anderes. Es gibt nur diesen einen Weg zu Gott im Himmel. Ja, er sagt auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Also ich denke, wenn wir dran denken, und ich glaube, viele von euch wissen das, kennen diese Geschichten von Jesus, dass er eigentlich nur Gutes getan hat und dass er sehr selbstaufopfernd war und nicht einmal eine eigene Wohnung hatte, hier auf Erden nur herumgewandert ist und eben, wie ich schon gesagt habe, viele Wunder getan hat, dann kann man sagen, so wie Jesus war, so ist auch Gott, ja. Er liebt alle Menschen, er möchte nur das Beste für alle Menschen.
Warum es dann trotzdem so viel Leid auf der Welt gibt, das ist eine andere Geschichte, auf die möchte ich heute nicht eingehen, sondern eben weiter auf diesem Weg bleiben. Der Weg, den uns Gott zeigt und wie zeigt Gott uns diesen Weg, das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe, denn eigentlich, ja, wenn ich da rausgehe, steht nicht jetzt geh nach links oder geh nach rechts oder mach diese Arbeit oder jede Arbeit oder heirate diesen Mann und krieg Kinder oder krieg keine Kinder, fahr dorthin auf Urlaub oder nicht. Also ja, das würde ich mir manchmal auch wünschen, dass ich so konkrete Hinweise krieg. Es geht, glaube ich, eher um die Art und Weise, wie wir diesen Weg gehen. Und wenn wir an eine Straße denken, ja, wenn wir an unsere Straßen heutzutage denken, da gibt es Verkehrsregeln, Verkehrsschilder, Halteverbote, Einbahnschilder, Stoppschilder, Geschwindigkeitsbeschränkungen und, und. Auch Linien am Boden, ja, die uns die Spur zeigen, wie wir fahren sollen. Und was passiert, wenn wir diese Regeln übertreten? Wenn wir Glück haben, passiert nichts. Hat uns niemand gesehen, zeigt uns niemand an. Wenn wir Pech haben, müssen wir Strafe bezahlen, ja, oder sogar den Führerschein hergeben, wenn es im Wiederholungsfall passiert. Und ich denke, so sind auch Gottes Gebote zu sehen, ja, vor allem die 10 Gebote. Sie geben uns sehr konkrete Hinweise, wie wir uns verhalten sollen. Auch Jesus fasst das dann zusammen oder weitet das dann aus, erklärt die Gebote noch einmal näher. Ja, die Frage ist nur, was passiert, wenn wir uns daran nicht halten? Und da kommt gleich die nächste Frage, wer hält denn alle Gebote? Also ich denke, es gibt keinen Menschen, der wirklich alle 10 Gebote halten kann. Und deshalb musste wer anderer unsere Strafe bezahlen. Und das war Jesus, der sogar mit dem Leben bezahlt hat. Mit dem Leben am Kreuz bezahlt hat. Er hat die Strafe für uns am Kreuz getragen. Und wir dürfen frei ausgehen. Ja? Es ist so, wie wenn jemand anderer die 100 Euro Strafe für Falschparken bei uns zahlt, zum Beispiel. Sind wir auch befreit davon. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar. Und freue mich drüber und kann das eben nur dankbar annehmen und weitergeben. Und ich hoffe, ihr denkt auch darüber nach und ja, findet eines Tages auch diesen Weg. Aber jetzt kommen wir auf den Weg zurück zum Stricken. Da gibt es ja noch einiges. Ich mache ganz einfach da weiter, was ich am nächsten erreiche. Und das ist der Pulli für meinen Mann. Da ich ja jetzt eben, das ist runtergekullert, nur glatt rechts stricke, habe ich da weiter gestrickt. Zuerst mal, also nur glatt rechts, aber hauptsächlich, sagen wir mal so, den Rumpf fertig gemacht. Also so schaut das jetzt aus, das ist jetzt lang genug. Ich mache das ja ohne Anleitung, ich habe mir einen Pulli von ihm genommen und das ausgerechnet, wie viel Maschen ich anschlagen muss. Das ist alles Isaya-Wolle, die mir übrig geblieben ist von 2 Projekten. Ich hatte als allerdings noch was nachbestellen müssen. Also ich habe 3 Knäuel doch noch nachbestellt, weil von einigen Farben, die ich gerne weiterverwenden würde, habe ich nicht mehr genug. Also zum Beispiel dieses Senfgelb habe ich bestellt und diese Farbe, die nennt sich Ocean und die hat wirklich, ich weiß nicht, ob man es da so sieht, nicht so besser, ja, seht ihr, wie viele Farben da drin stecken eigentlich. Also wenn man das in der Sonne sieht, das ist so schön. Und das Dunkelgrün, das habe ich auch nachbestellt. Ja, also wie gesagt, der Rumpf ist fertig und der eine Ärmel ist jetzt mal so weit. Und da soll jetzt dann wieder dunkelgrün kommen und auf das warte ich noch. Deswegen habe ich den zweiten Ärmel angeschlagen und da bin ich jetzt da. Also da stricke ich jetzt auf Nadelspiel, weil ich gemerkt habe, dass mir das leichter fällt mit dem Daumen. Und wenn das jetzt irgendwie funktioniert, zeige ich dir, wie ich ohne Daumen stricke. Also, ich nehme den Faden, ich nehme die Nadel, ich halte den Daumen weg. Am Anfang geht es ein bisschen schwieriger. Am Anfang brauche ich ihn doch noch für die ersten paar Maschen. Die ziehe ich ja auch fest an damit, aber jetzt geht's schon. Ja.
Da kann ich, das geht halt nicht so schnell. Wenn ich es bequem bei mir halte, geht es natürlich schneller als jetzt, wenn ich es so hochhalten muss, aber trotzdem besser langsam stricken als gar nicht, oder? Ja. Also, das wird der zweite Ärmel und jetzt warte ich dann auf das Dunkelgrün. Die anderen zwei Farben sind schon gekommen, die konnte ich nämlich in Österreich bestellen, aber das Dunkelgrün gab es nicht bei uns, entweder in Deutschland oder in Norwegen. Und ich sag's euch, es war billiger in Norwegen zu bestellen. Auch die Post, also auch das Porto, war billiger in Norwegen als aus Deutschland zu bestellen. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, wobei es aus Deutschland auch oft lang dauert. Ja, das ist das. Dann habe ich, was du schon kennst, meinen Drawing-Sweater. Die Anleitung ist von einer Japanerin, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, findest du bei mir auf Ravelry. Und das schaut jetzt schon so aus. Also das wird das Colorwork-Muster da oben, diese Blumen. Ja, und das geht rundherum. Auch hinten, da sieht man sogar schon mehr, weil es ja weiter rauf geht. Und ich finde, das wird wirklich schön. Vor allem, es ist fast wirklich wie Zeichnen. Da, es heißt ja Drawing Sweater. Und ich finde gerade meine ganz, ganz anthrazitfarbe, farbene Wolle hier ist wirklich fast wie ein Bleistift, die Farbe. Und dazwischen die lila Blüten, die auch ein bisschen glitzern. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist eigentlich ein Glitzergarn, das ich von der Knit Crate noch habe. Also das ist das Glitzergarn. Jetzt in der Sonne sollte man es eigentlich sehen. Leicht. Nicht? Ja, komisch. Und das ist die andere, die habe ich selbst gefärbt. Das ist ganz ein dunkles Grau. Das hätte eigentlich schwarz werden sollen, aber das gelingt beim Handfärben nur sehr selten. Und ich bin ja da keine Profifärberin, also aber so ungefähr, ja. Also es ist wirklich schön und also es macht sich wirklich gut, finde ich. Es wird ganz nett. Und es ist jetzt gar nicht mehr so viel, bis ich die Ärmel abteilen kann. Und dann geht das Muster auch noch ein Stückchen weiter runter auf den Ärmeln und am Vorder- und am Rückenteil kommt dann auch noch ein bisschen Colorwork. Es gibt da einen amerikanischen Podcast von drei Frauen, der sich nennt Wool and Wine. Also die stellen auch immer einen Wein vor, den sie so ab und zu dann auch nippen. Das ist nicht die Sip Sip Knit, das ist wieder eine andere, sondern die machen nur zu dritt Podcasts und die eine davon hat, glaube ich, im letzten Podcast auch so einen, auch diesen Drawing Sweater angehabt. Da kann man ihn nochmal sehen. Auch ich glaube, sie hat es in Blau und Weiß gehabt, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich weiß nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, das wird meiner. Was ich dann noch machen muss, ist den Ausschnitt wieder zusammenziehen mit einem Gummi. Der ist leider wieder sehr weit geworden, aber das wird, glaube ich, kein Problem sein. Den kann ich mit dem dünnen Nähgummi dann wieder zusammenziehen. Ich frage mich nur gerade, ob das wirklich breit genug wird an den Schultern. Ich habe es ja schon zweimal gebadet, das Ding. Einmal, als ich ungefähr hier war und einmal dann hier, weil ich immer dachte, ich weiß nicht, ob ich die Spannfäden nicht zu straff habe und ob sich das wirklich schön auslegt. Und nein, eigentlich schaut es hier gut aus, finde ich. Auch bei den Spannfäden sieht man, dass die sich gut spannen. Ja, manchmal hätten sie ein bisschen länger sein können vielleicht. Und ich habe dann doch ab und zu auch Leatherback gemacht, hier zum Beispiel. Ja, da läuft eine Masche rund, ich weiß nicht, ob man es sieht. Wo halt wirklich sehr lange Spannfäden waren da auch. Und jetzt dann da unten nochmals, vielleicht sieht man es da besser. Ja. Ansonsten verwebe ich nicht sehr oft, außer es sind mehr als sechs Maschen hintereinander. Dann tue ich ihn einmal einstricken, einweben. Genau, das ist der Drawing Sweater. Dann, was ihr noch kennt, ist auch das Tuch Spotlight, das ich ja für meine Tochter stricke.
Da ist der unifarbene Teil fertig, wobei es auch nicht wirklich Uni ist, weil es ja gesprenkelt ist. Also habe ich auch selbst gefärbt, so semisolid. Und dann kommt so ein Streifenteil und dann kommt Lesmuster. Und das finde ich auch ganz toll. Also das in dieser Kombination, das wird auch sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Und diese Wolle habe ich auch gefärbt. Also das ist jetzt nicht mehr dieses Naturweiß und es ist hier in Wirklichkeit etwas bräunlicher. Nicht so grau, es geht auch ein bisschen ins Lila oder ins Braune. Und ich hatte es zuerst probiert mit dem Originalweiß, also das ist ja trotzdem kein Reinweiß, was da kommt, sondern so eben so ein Naturweiß. Aber das war trotzdem zu hart zu diesem Lila. Das hat mir nicht gefallen. Und so finde ich es wirklich schön. Und da muss ich halt jetzt auch viele linke Maschen hinten stricken. Das habe ich noch gemacht, bevor der Daumen so schlimm geworden ist. Und auch hier habe ich sie osteuropäisch gestrickt. Was allerdings hier vorne dann mit dem Zusammenstricken, und zwar genau beim rechts, zwei Maschen rechts zusammenstricken, ist es blöd, wenn die Maschen verkehrt umliegen, weil dann musst du sie zuerst umdrehen oder abheben, die andere stricken, dann wieder zurückschieben, umdrehen, drüber heben. Ja, aber ich finde, es wird einfach schöner. Ja, es wird gleichmäßig und die Löcher sind gleich groß, die Maschen sind gleich groß und es gefällt mir einfach besser. Ja, also das ist das Tuch Spotlight aus dem Buch Tücher für jede Jahreszeit. Genau, das gibt es ja schon länger. Und das ist jetzt glaube ich schon das vierte oder fünfte Tuch, das ich daraus stricke. Also dieser Kauf, habe ich das selbst gekauft? Weiß ich gar nicht mehr. Aber das hat sich auf jeden Fall wirklich gelohnt. Und ja, ich glaube, das wird auch sehr, sehr nett. Na, und dann habe ich eigentlich noch eines, was ich neu begonnen habe. So, bin schon wieder da. Und zwar für meine Enkelin. Die habe ich gefragt, welche Wolle soll ich denn verwenden, wenn ich dir wieder eine Weste stricke, weil ihre letzte hat sie leider verloren. Also nicht sie persönlich, sondern ja, die Erwachsenen. Und sie hat gemeint, die da. Also typische Mädchenfarben. Und ich habe aber nur diesen einen Knäuel, von dem da wird sich keine ganze Weste davon ausgehen. Also bei Weste ist bei mir immer was Langärmliges gemeint. Sondern ich habe, das ist auch eine Butinette-Wolle, die es auch im Dreierpack gegeben hat. Und das zweite dazu war das. Und ich finde, das ja, passt ja auch sehr gut zusammen. Dieses Türkis-Grün-Blau mit Rosa-Rot-Lila. Aber eigentlich wollte ich ja was stricken aus dem Buch, aus diesem Buch hier. Stricken mit Farbe und Fantasie. Da gibt es zwei Kinderjacken drinnen, die ich ihr gezeigt habe. Und sie hat sofort gesagt, ja, ja, so eine will ich. Also die da. Ihr seht, oben sind wieder Einhörner und unten Mädchen. Und das ist... Da gibt es ganz, ganz viele Muster hinten drinnen, die man sich aussuchen kann und auch die Anleitung ist relativ gut, also schon für Fortgeschrittene würde ich sagen, aber gut verständlich. Ja, und es beginnt mit einem Corrugated oder Corrugated Rib, also so ein zweifarbiges Bündchen, wo man zwei Maschen glatt und zwei Maschen verkehrt strickt und aber jeweils mit einer anderen Farbe und das schaut jetzt mal so aus hier. Wobei das die verkehrten Maschen sind, die eigentlich hier nach vorne kommen bei mir. Weil ich halte ja beim Colorwork-Stricken die zwei Farben in beiden Händen. Und in der linken Hand sollst du die Kontrastfarbe halten, damit die besser durchkommt. Ja, allerdings, wenn ich verkehrte Maschen, also linke Maschen stricke, kann ich das rechts nicht. Also diese amerikanische Methode kann ich nur glatte Maschen. Muss ich also den Faden auf die linke Hand nehmen und dadurch treten diese verkehrten Maschen so stark in Erscheinung und ja, sind eigentlich im Vordergrund, wobei die linken Maschen normalerweise im Hintergrund sind. Aber egal,
es ist trotzdem nett und es dehnt sich auch ziemlich stark. Das ist gut. Ja, und dann habe ich mal weitergemacht. Da habe ich eben beide Knäuel verwendet. Und dann habe ich mal weitergemacht mit diesem und habe Colorwork gestrickt und dann als Kontrastfarbe dieses Dunkelblau genommen. Das ist, glaube ich, auch Opal. Ja, und dann habe ich zuerst so ein kleines Muster hier gemacht. Und dann habe ich die Mädchen gestrickt. Und ja, ich finde, das kommt wirklich gut raus. Und das schaut, finde ich, auch wirklich gut aus, dass das, der Hintergrund sich streift und nicht nur einfarbig ist. Und wird, glaube ich, ganz lieb. Als nächstes, jetzt habe ich dann wieder gewechselt auf dieses Knäuel. Ja, jetzt wird das dann wieder Hintergrund. Und ich glaube, als nächstes, was wollte ich machen? Blumen, glaube ich, wollte ich jetzt machen. Es gibt auch Schwammerln, also Pilze oder Katzen oder Vögel und ja, alles Mögliche. Also wirklich eine große Auswahl. Und es ist immer angegeben, wie breit der Musterrapport sein darf, damit es sich gut ausgeht. Sonst müsstest du halt irgendwas verschieben. Ich habe das auch bei den Mädchen so gemacht, fällt mir gerade ein. Ich habe die gar nicht genauso wie in der Anleitung gestrickt, weil ich habe hier zwei Maschen mehr dazwischen und habe deswegen auch die Arme ein bisschen anders gestrickt. Ja. Das wird gestiegt, dann wird es aufgeschnitten. Also hier ist der Stieg. Und ja, da würde ich halt auch sehr gerne weiter stricken. Aber wie gesagt, erstens langsam, vorsichtig, zweitens so viel. Ich komme nicht wirklich da gut dazu, aber eins nach dem anderen. Oder alles zugleich, ja, ist verschieben. Ja, aber ich glaube, das war jetzt alles, was ich euch zeigen wollte. Und ich danke euch, dass ihr jetzt bis so lange ausgehalten habt, bis dahin. So, und jetzt noch das Buch. Das hätte ich jetzt fast vergessen, euch zu zeigen. Das heißt einmal extra scharf, ohne R, und sieht so aus und ist von Ilaria De Monti und Camilla Pintonato. Kleine Gestalten, ist das der Verlag wahrscheinlich, Kleine Gestalten. Hinten steht drauf, können Schafe lächeln? Wie viele Mägen hat ein Schaf? Warum haben Schafe viereckige Pupillen? Und weshalb standen Schafe einst für Wohlstand? Dieses spannende Buch versammelt mega interessierte Fakten rund um unser liebstes Wollknäuel. Ein unterhaltsames Schafslexikon für die ganze Familie. Also nicht nur für Kinder. Ja, und da ich das Buch jetzt nicht als Rezensionsexemplar bekommen habe, werde ich euch jetzt da nicht so viel draus zeigen. Ich lese euch mal nur vor, die kurz aus dem Inhaltsverzeichnis. Die spannende Welt der Schafe, zum Beispiel auf Schafe können wir zählen, ein Schaf kommt selten allein, ein ständiges Auf und Ab. Dann das nächste Kapitel heißt, wie sieht ein Schaf aus? Vom Kopf bis Fuß, groß und klein, alles über Hörner. Milch und Wolle, wie wird Käse gemacht, am wollenen Faden. Und da werde ich dann doch ein bisschen was zeigen. Von Menschen und Schafen, ein roter Faden, wer ist hier das Schaf? Oder die Schafsrassen, die ist da, also da wird vorgestellt, das North Ronaldsay, ja, Schnalzer Schaf, Waliser Schwarznase, Rotes Maasai, Merino Schaf, Awassi Schaf, Shropshire Schaf und das Island Schaf. Es sind dann überall schöne Bilder und auch zum Beispiel etwas über die Geschichte des Schafes. Also immer auch nette Erklärungen dabei, was das Schaf so den ganzen Tag treibt. Wie die Schäfer in den verschiedenen Ländern aussehen, wie es im Inneren eines Schafes aussieht und wie die Verdauung funktioniert, welche Größen, das ist auch sehr interessant, wie klein oder wie groß Schafe werden können,
dass sich Schafe sehr gut Gesichter merken. Etwas über die Hörner, wie Käse gemacht wird. Und ich wollte ja dazu der Wolle mehr sagen. Da sind wir richtig. Genau. Wie so ein Wollhaar, also ein Schafshaar, Wollhaar, ein Faden eigentlich aufgebaut ist, wird hier erklärt. Auch über Lanolin und Gabardine wird gesprochen, oder Gabardin, wie spricht man es aus? Kenne ich nicht. Ja, wie es funktioniert vom Schafscheren bis zum Wollknäuel, welche Arbeitsschritte da zu tun sind. Und dann wird auch über Stricken gesprochen, also zuerst noch über das Filzen und dass auch Jurten früher aus gefilzter Wolle gemacht wurden. Und dann zum Stricken, vom Faden zum Schal, das lese ich euch kurz vor. Alles, was du zum Stricken brauchst, sind zwei Stricknadeln und ein Wollknäuel. Stricken ist ganz einfach, deshalb wird es auch oft in der Schule gelehrt. Also ich weiß, wie einfach es ist, den Kindern Stricken beizubringen. Also, puh, das sind ziemlich schweißtreibende Stunden, die ich da oft habe. Ist nicht so einfach, nein. Heutzutage zumindest nicht. Aber es ist gut für die Konzentration und die kreative Arbeit macht viel Spaß. Ja, wenn man es mal kann. Zuerst werden Maschen auf eine Nadel aufgenommen und dann mit Hilfe der anderen Nadel verflochten. Also da finde ich es ein bisschen, fängt schon mal komisch an, was heißt verflochten. Wir flechten doch nicht. Und auch diese Abbildungen hier, also so einen Maschenanschlag habe ich noch nicht wirklich gesehen. Weiß ich nicht, was da, wie das funktionieren soll. Aber immerhin, sie schreiben dann auch, Strick ist schick. Stricken liegt auch heute noch im Trend. Es entspannt, macht Spaß und lässt sich überall tun. In den letzten Jahren sind sogar Strickclubs entstanden, deren Mitglieder sich zum gemeinsamen Stricken verabreden oder Gemeinschaftsprojekte umsetzen. Auch auf den Laufstegen großer Modehäuser tummeln sich wieder Strick- und Häkelkleider. Und ja, das stimmt auf jeden Fall. Also falls euch das Buch interessiert, da geht es auch dann noch über die Geschichte des Spinnens, wie Spinnen funktioniert. Und eben diese verschiedenen Schafsrassen werden da noch gezeigt. Das schaut auch ganz lustig aus. Falls euch das Buch interessiert, kann ich es wirklich empfehlen. Es ist, wie gesagt, für die ganze Familie wirklich sehr lehrreich. Was ich noch sagen wollte, wegen der Abonnenten. Also am 8. April ist mein dritter YouTube-Geburtstag. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist der 8. April der Ostersonntag. Da werde ich kein Video machen, genau an diesem Tag. Also vielleicht ein paar Tage vorher oder nachher. Vorher habe ich ja Osterferien und ich wollte eigentlich gern, schauen wir mal, ob das was wird. Sage ich jetzt nicht. Aber ja, und weiß ich nicht genau, wann ich das Video machen werde. Und ich gehe schon jetzt mal davon aus, dass ich bis dahin die 3000 habe und möchte euch gerne dafür ein kleines Geschenk machen, möchte mich ja gerne dafür bedanken. Wieder mit gefärbter Sockenwolle. Ja, ich glaube, das ist das, was die meisten, was den meisten auch Freude macht, wenn sie Wolle geschenkt bekommen. Und ich färbe gerne. Nur ist die Frage, wie? Was soll ich färben? Und diese Frage stelle ich jetzt an euch. Wenn du Interesse daran hast, dann in dem nächsten Monat ungefähr an meinem Gewinnspiel teilzunehmen, das ich dann bald veranstalten werde. Welche Farben hättest du denn gerne auf der Sockenwolle? Also hättest du sie gerne einfarbig bzw. semisolid, weil ganz einfarbig uni geht nicht mit Handfärben, also ich kann es nicht. Aber ich finde, das schaut ja umso schöner aus, wenn es nicht ganz gleichmäßig ist. Welche Farbe hättest du gerne? Beziehungsweise, wenn es mehrfarbig sein soll, welche Farben? Oder hast du vielleicht sogar ein Inspirationsbild für mich, das du mir mit E-Mail schicken könntest? Meine E-Mail-Adresse findest du auch unten in der Beschreibung. Also das würde mich sehr interessieren, was ihr denn so schön findet jetzt im Moment, was jetzt vielleicht auch zum Frühling passen wird. Ich hätte natürlich schon eigene Ideen, aber ich wollte mich mal von euch da auch ein bisschen inspirieren lassen. Und wahrscheinlich werde ich das nächstes Mal oder in 2 Wochen dann präsentieren
und dann sagen, wie du teilnehmen kannst. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und ja, ich hoffe, es hat dir heute wieder gefallen und du konntest auch gut nebenbei stricken oder dich entspannen und hast vielleicht wieder neue Inspirationen bekommen und auch ein paar Gedanken zum Nachdenken. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Baba!